Willkommen zurück, eine neue Folge WoW The Burning Crusade Classic Druide Leveln. Wir haben in der letzten Folge die Quest rund um Aberdeen abgeschlossen und wollen heute uns mal Bel Arashan, irgendwie so heißt die, diese Gegend, ein kleines bisschen die Lautstärke noch runterregeln. Bashal-Aran, so heißt es, begeben und dort die Questreihen abschließen und zusätzlich gleich noch 20 von den tollwütigen Distelbären uns vornehmen. Da wir von dem Bergbau her noch ja, um einiges hinter der Kräuterkunde zurückstecken, werde ich mal in diesem Video noch weiter den Bergbau durchsuchen. Ihr seht, ein paar Erzvorkommen haben wir ja bereits aufgedeckt. Und jetzt geht es mal ein paar weitere noch zu entdecken oder bei dem bisherigen wieder was abzubauen. Ihr seht, dort vorne ist wieder eins gespawnt. Also werden wir uns mal diese zwei Eulis vornehmen, die besiegen und dann können wir das Erz auch abbauen. Jetzt am Anfang sieht es mit den Bären immer noch so richtig behäbig aus, ne? Manchmal wird auch der Autoangriff irgendwie gar nicht angezeigt, ne? Es sieht aus, als würde der Bär einfach nur dastehen. Aber er macht trotzdem seinen Autoangriff. Daher. Es sieht behäbig aus, aber es ist halt effizient. Gleich wieder ein Fehlversuch. Und man sieht direkt beim Bergbau, nur das erste Mal abbauen bringt den Skillpunkt. Alles weitere bringt dann zwar noch das Erz, aber keinen Skillpunkt mehr. Das heißt, der Bergbau wird etwas länger dauern als die Kräuterkunde, weil einfach weniger Erze zur Verfügung stehen auf den gleichen Flächen. Im Normalfall. Es gibt natürlich Gebiete, wo es mehr Erze als Kräuter gibt. Aber jetzt in den Nachtelfengebieten tauchen schon wesentlich mehr Kräuter auf. Natürlich müsste man jetzt hier penibel suchen, um Kräuter zu entdecken. Das lassen wir in dem Fall erstmal, sondern beschränken uns jetzt auf die Erze. Und in den nächsten Folgen kann man dann natürlich wieder die Kräuter farmen. So, jetzt wollen wir zum Questgeber. Und dafür müssen wir erstmal diese Grimlings besiegen. Zwei, drei Stück und dann sind wir mit dem Weg frei. Sind natürlich wieder mit den Humanoiden, ja, die laufen wieder weg. Da müssen wir tierisch aufpassen, dass wir nicht zu viele hätten. Obwohl wir sind ein ganzes Stück überlevelt, ne? Level 14, nicht mehr viel, dann sind wir sogar Level 15 und die sind hier Level 10. Von
Von daher sollte das kein Problem sein, wenn wir zusätzlich mal einen adden, dass wir zwei besiegen können. So, und jetzt sollen wir von diesen Grells gleich mal 8 Ohrringe sammeln. Hätten sie den Aufgang zu dem Questgeber auch ein bisschen anders gestalten können. Jetzt haben wir ja schon 3, 4 umgebracht. Und ja, die hatten keine Ohrringe. Aber der hatte gleich einen. Man das sogar erkennen, wenn man ein bisschen angeht, dass sie einen Ohrring tragen. Weiß ich nicht. Ah, jetzt greift uns der Satyr hier an. Der ist ein bisschen höher im Level. Aber alles kein Problem. Ja, Stück für Stück. Wir werden jetzt erstmal ein bisschen nördlich von Aberdeen sein. Aber ganz weit im Norden können wir noch nicht gehen, weil das sind dann wieder Quests für Level 18 ungefähr. Ne? Der Turm ganz im Norden der Dunkelküste. Das heißt, wenn wir die Quests bis zum Fluss quasi abgeschlossen haben, dann werden wir erstmal ein Stück Richtung Süden gehen, bis zu einem gewissen Punkt, und kehren dann wieder ganz in den Norden zurück, bevor wir danach dann ja, den richtigen südlichen Teil der Dunkelküste angehen werden, der dann auch der Übergang, oh, eine Kiste, der Übergang zum Echental widerspiegelt. So, und jetzt sollte es nicht mehr lang dauern, 1, 2 Mobs, und dann sind wir auch schon Level 15. Level 15 haben wir erreicht. Dann können wir gleich mal ein neues Talent und skillen. Die wilde Aggression haben wir schon komplett voll. Mehr Rüstung, das werden wir auf jeden Fall auch machen. Ah, und hier haben wir mehr Bedrohung. Sollten wir doch mal in die Lage kommen, eine Instanz zu tanken, dann müssen wir auf jeden Fall die Bedrohung nehmen. Okay. So, weitere Ohrringe sind gefragt. 4 von 8 haben wir. Derzeitigen Erfahrungspunkte, die wir bekommen, brauchen wir ungefähr 1,4 Stunden bis zum nächsten Level.
So, den Satyr nehmen wir auch gleich noch mit, weil der blockiert so ein bisschen den Weg zu den nächsten. So, jetzt sind natürlich eine Frage. Also Verteidigung bekommen wir definitiv, wenn wir Bär sind. Aber ich skill hier die Stäbe nicht mit. Kann man da irgendwas ändern? Weiß das jemand von euch? Oder kann man in der Bärenform gar keine Waffen skillen? Weil da müsste ich ja quasi immer als Mensch kämpfen, um meine Waffe mitzuskillen. Beziehungsweise hat das dann Auswirkungen auf meine Bärengestalt, wenn mein Waffenskill zu niedrig ist. Also treffe ich dann als Bär nicht mehr, beziehungsweise mache weniger Schaden. Vielleicht weiß jemand von euch, wie das so funktioniert, ob man dann extra skillen muss als Humanoid. Weil ihr seht ja, also Skillpunkte für einen Stab, den wir angelegt haben, kriege ich jetzt nicht. Das wundert mich ein bisschen, dass da, ja, dass das nicht mitgeskillt wird. Ich meine, wir greifen halt die ganze Zeit mit unseren Autoangriffen an, aber unbewaffnet wird halt auch nicht geskillt. Ja, das ist ja auch bei 1 geblieben. Das heißt, Waffenskills werden hier derzeit gar nicht verbessert. Schreibt's einfach mal in die Kommentare, wie die Funktionsweise beim Droiden jetzt ist. So richtig bin ich da noch nicht dahinter gestiegen. Und vielleicht muss man da irgendwas dann beachten oder durchführen, um das mitzuskillen. Oder es ist gar nicht notwendig. Das wäre natürlich auch möglich, dass wir einfach nur die Verteidigung notwendig machen müssen. Ansonsten könnte ich mir höchstens vorstellen, dass es dann bei der Katze möglich wäre, das zu skillen. Warum dann beim Bären nicht? Ich meine, die Katze greift halt auch mit ihren Tatzen an. Und der Bär halt mit den Klauen. Das macht halt, würde für mich keinen Unterschied machen. Naja, mal sehen. Mal sehen, wer uns da einen guten Tipp geben kann. So, droppen jetzt nochmal diese Ohrringe oder wie sehe ich das jetzt hier? Also 6 von 8 haben wir jetzt schon bestimmt eine halbe Stunde. Da wird es langsam Zeit, dass mal ein paar weitere Ohrringe noch droppen, dass wir hier die Quest abschließen können. Aber wahrscheinlich verweigern die sich uns. Will halt einfach keinen Ohrring droppen. Ah, jetzt mal wieder. Okay. Werden wir hier mal in Richtung des Questgebers langsam die Kreis töten und gucken, welcher von denen dann den letzten Ohrring droppt. Das hat gleich der erste, ne? Denn da hatten wir gerade 7-8 Mobs, die nichts gedroppt haben und dann gleich 2 hintereinander. Okay. Den einen hier vorm Questgeber müssen wir definitiv noch machen. Unsere EP pro Stunde sind jetzt über 10.000 mittlerweile angestiegen. Wir würden etwas weniger als eine Stunde bisher benötigen, um aufzusteigen. Und jetzt sind es sogar nur noch 45 Minuten. Okay, jetzt sollen wir ein altes Mondsteinsiegel sammeln und das kriegen wir von den Satyr. Alles klar, dann geht's mal dahin, ein paar Satyr zu hauen. So, der erste hat es schon mal nicht.
hier unten ist noch ein Grell und zwei Satyr. Da wird es doch bestimmt einer von den beiden haben. Die beiden Satyr. Weitergehen. Ich denke, für uns als Bär ist es die beste Alternative, immer das Nachwachsen zu machen. Das gibt man in einen kurzen Schub und dann heilt es uns über Zeit. Das heißt, die ersten Hits von den Gegnern werden wir dann noch mitgeheilt. Den Satyr hier noch. Ja, immer schön das Gebrüll aufrechterhalten, zumindest wenn man nur einen Mob quasi hat und den zweiten nicht dazu holen möchte. Der hatte die leider auch nicht. Hier ist noch eine Kiste. Und dann können wir bisher erstmal nur unsere Klauen verstärken, unseren Autoangriff. Mehr Fähigkeiten haben wir bisher noch nicht. Mal sehen, was wir dann mit Level 16 bekommen. So, wo ist denn noch so ein Satyr? Da hinten. Das heißt, wir kämpfen uns mal durch die ganzen Krells durch. Später werden wir dann auch noch einen Ansturm bekommen und bestimmt auch eine AOE-Fähigkeit, weil irgendwie muss der Tank ja auch Akro halten können. Das geht, glaube ich, nicht nur mit diesem demoralisierenden Gebrüll, würde ich mir vorstellen. Ich habe jetzt schon ein paar Droiden-Tanks in den Instanzen erlebt und klar, die können nicht ganz so gut AOE-Akro halten wie jetzt ein Pala-Tank, aber sind schon in der Lage, mehrere Mobs gleichzeitig zu tanken. Ne? So, dann holen wir uns mal den Satyr hierher. Ja, der ist ein Jäger, der schießt die ganze Zeit. Kommen wir ein bisschen hier zu uns rüber. Naja, ein bisschen ist gut gesagt. Oh, so umständlich hier. Jetzt haut er noch ab. Ah, der hatte das alte Mondsteinsiegel. Alles klar. Oh, noch ein Rezept für Lederer. Ist allerdings jetzt bei den Anfangsrezepten nichts, was man mehr verkaufen kann im Auktionshaus. Von daher wird es halt einfach beim Händler verkauft werden. So, und es fängt an mit Regnen, als ob wir nicht da schon ein Trauma von Zangarmaschen hätten. Okay, wir sollen das alte Mondsteinsiegel in Amed-Aran zerstören. Das ist hier nicht in der Nähe. Nein, da auch nicht. Wo finden wir das? Diese Questreihe? Nein. Müssen wir mal nachschauen. Mal beim Questtext nachgucken. Amed-Aran, den Ruinen im Süden. Okay. Ah, da. Alles klar. Gut, das wird aber später passieren. Wir wollen jetzt erstmal uns die tollwütigen Distelbeeren noch vornehmen. Also geht's in den Wald hinein. Da ist einer. Zwanzig Stück sind ganz schön viel. Haben wir einiges zu tun. Ah, und der hat uns
aufgeheizt. Gesundheitsregeneration um 50% verringert und Stärke und Beweglichkeit auch nochmal verringert. Also quasi alles das, was uns Nutzen bringt, hat er uns jetzt verringert. Das für 10 Minuten, na super. So, hier kommen wir wieder nicht hoch, da müssen wir ein Stück weiter vorn nach oben. Es regnet ja richtig aus Sturzbächen hier. Okay, dann wollen wir den mal mit Zorn ran. Der kommt aber ziemlich schnell an. Zack, in die Bärenform. Gibt es weniger Schaden. Ja, so geht er ziemlich schnell down, aber so ist auch unser Mana sehr schnell aufgebraucht, ne? Für einen Mob 50%. Das können wir jetzt nicht bei jedem Mob bringen. Und viel Bären laufen hier irgendwie auch nicht rum, habe ich das Gefühl. Da drüben ist noch einer. Rennt wie sonst was. Unglaublich. Die sind auch schon auf unserem Level-Niveau, so 13, 14 rum. Oh, eine schöne grüne Ledertasche haben wir bekommen. Wir haben jetzt schon größere Beutel von unserem Schneider erhalten. Aber wir können sie ja erstmal auf die Bank legen, wenn wir dann die Bankfächer vielleicht kaufen. Neue Lederhose, mehr Rüstung. Als Bär ist Rüstung sehr entscheidend. Und dann geht's weiter. Den nächsten tollwütigen Distelbär jagen. Verfehlt, verfehlt. Ja, die beiden Bären stehen sich quasi gegenüber und jeder schlägt daneben. Das geht doch nur, wenn sie beide einen Trichter haben. Oh, ich sehe da oben auf der Minimap was Gelbes. Da müssen wir hin. Das wollen wir uns nicht entgehen lassen, das Erz. Jetzt kommt hier noch ein zweiter Bär hinzu. Jetzt wird es mal interessant, wie wir uns gegen zwei Bären wehren können. So, der hat sowohl unseren verstärkten Autoangriff als auch unseren Stun pariert. Starke Leistung. Aber dafür hat er jetzt einen Crit von 65 kassiert. Nächsten gleich ausgewichen. Und da haben wir ihn besiegt. Ja, noch 20% Leben. Alles kein Problem. Einmal nachwachsen drauf. Den Rest macht dann der Hot. Und wir wollen jetzt ja eh erstmal das Erz hier abbauen. Hier ist es nicht. Ah, da ist es. Oh, das sieht ja Zinnvorkommen. Benötigt Bergbau Stufe 65. Da sind wir noch etwas zu gering. Da brauchen wir noch mehr Kupfer. Toll, der hat hier gleich mal wieder Schaden. So, die Krankheit ist zur Hälfte ungefähr ausgelaufen. Und ich sehe gerade, ich habe schon wieder keine Dornen mehr auf mir. Deswegen dauert der Mob jetzt so lang. Ja, die Dornen machen zwar nur 6 Schaden, wenn wir angegriffen werden, ne? Aber auf so einen Kampf gesehen, kriegen wir doch bestimmt, würde ich sagen, 10 Hits oder so ab. Also sind es halt gleich mal 60 Schaden, die wir verursachen. 60 Schaden sind bei so einem Mob, der 300 Damage hat, halt 20%.
was die Dornen an Schaden machen. Mal sehen, wann ich es registriere, dass die Dornen ausgelaufen sind. Ich glaube, spätestens jetzt nach diesem Mondpirscher, nachdem der uns hier ja fast gekillt hat. Ja, und bei dem Mondpirscher machen die Dornen quasi ja noch mehr aus, weil so ein Bär, seht ihr ja, der Bär haut langsam zu, aber dafür mit stärkerer, jetzt habe ich die Dornen wieder drauf, mit stärkerer Macht, also zieht mehr ab, ne, mit seinen Autoangriffen. Während aber der Mondpirscher, der macht weniger Damage, mit seinen Angriffen, haut aber schneller zu. Und ich glaube, Dämonenforscher machen sogar insgesamt gesehen mehr Schaden, also eine höhere DPS, aber sie hauen halt mit jedem Angriff weniger zu. Die Dornen allerdings, da ist ein Kupfer vorkommen, die Dornen allerdings zählen ja jeden Angriff. Da ist egal, wie stark dieser physische Angriff ist, es werden immer die 6 Schaden zurückgegeben. Und wenn jetzt so ein Mondpirscher halt sehr schnell zuhaut, wie ihr es hier seht, dann tickt natürlich dieser Dornenschaden auch wesentlich intensiver als bei den Bären zum Beispiel. Ne? Deswegen wäre es für uns gut, wenn wir viele Gegner haben, die schnell zuhauen, aber mit wenig Schaden. So, dann holen wir uns erstmal dieses Kupfervorkommen hier. Und da rechts ist auch gleich noch eins. So, eine kleine Verjüngung reicht jetzt auch aus, um uns wieder hochzuheilen. Oh, es scheint so, als ob wir heute ein paar Lecks irgendwie haben vom Internet her. Jetzt auch einen Ping von 33 anstatt 20, okay. Sehen, ob das jetzt nur von WoW-Server ist oder ob das allgemein heute ein bisschen langsamer geht, das Internet. Wundert mich. Na gut. Wir werden weiter abbauen. Durchs Verhütten kriegen wir ja auch noch ein paar Skillpunkte. Aber bis wir die 65 erreicht haben, wird es noch einiges dauern. So, weiter geht's. Tollwütiger Distelbär. So, jetzt sollten wir kein Gebrüll anmachen, weil dann würden wir nämlich diesen Waldläufer hier, diesen Waldschreiter mitholen. Schon so seine Zeit, bis wir die 20 Bären voll haben. Zwischendurch muss man ja auch wieder einen Mondpirscher noch mitmachen, weil die uns sonst den Weg abschneiden. Gekillt. Krankheit sollte bald auslaufen. So, hier sind wieder einige Bären, die wir machen können. Sollte es doch ganz gut vorangehen. Nicht genug Wut. Ja, halt nicht genug Wut, ne? Werd mal etwas wütend. So, weiter geht's. Ja, und die 8 Schaden vom Mondfeuer, die sieht man den Distelbären natürlich auch an. So, der nächste.
70er Crit ist auch was Feines, ne? Das sind halt gleich mal 25% von ihm weg. So, wieder ein grünes Item, aber immer nur schwere Rüstung nützt uns leider nichts. Aber wir können es verkaufen. Beim Händler. Ich glaube nicht, dass es im Produktionshaus großartig viel Geld dafür geben wird. Aber beim Händler können wir es verkaufen. So. Hier drüben ist noch ein Bär. Ich habe aber gerade mitbekommen, dass die letzten drei Bären, die wir gekillt haben, normale Distelbären waren. Das heißt, die haben gar nicht gezählt. Also wieder rüber in die andere Region. Und hoffen, dass wir hier noch ein paar Distelbären finden. Da vorne ist wieder einer. Da müssen wir erstmal den hohen Pirscher noch machen. Ja, die Distelbären werden sich heute ein bisschen hinziehen. Ich denke, das Video wird etwas länger werden. Aber so wie ich das sehe, könnte es passieren, dass wir sogar Level 16 gleich erreichen. Das heißt, es wäre möglich, dass wir in der nächsten Folge dann dieser definitiv nicht, dass wir wieder vorkommen. Dass wir dann nochmal einen Abstecher nach Danassus machen, zu unserem Druidenlehrer gehen und mal gucken, was er dann für neue Fähigkeiten für uns parat hat, die wir dann ja einsetzen können. So, das war ein schneller Respawn von dem Kupfervorkommen. Nehmen wir gleich wieder mit. Boah, sogar noch mal fehlgeschlagen. So, Skill ist auf 19 jetzt. Ich finde es schade, dass man nur einmal einen Skillpunkt bekommt von den Erz abbauen. Aber wir kriegen ja zumindest noch Skillpunkte vom Verhüten. Da ist noch ein Kopf vorkommen. Hier ist einiges zum Abbauen. Sehen, ob wir auch ein paar Bären, tollwütige Distelbären noch finden. Ah, das ist hier unter Wasser das Kupfervorkommen, alles klar. Ja, wir haben schon ein paar Vorkommen jetzt aufgestöbert in dieser Folge. So, und wir müssen uns südlich dieses Flusses hier halten, um die Distelbären zu finden. Nördlich ist dann der Turm von Talax. Und da vorne ist das nächste Kupfervorkommen. Müssen wir mal kurz in das Vorwolklager und da ein, zwei noch besiegen, um an das Kupfervorkommen ranzukommen. Ja, und wie gesagt, nördlich des Flusses ist dann Region für Level 18 ungefähr. Das heißt, da müssen wir später nochmal zurückkommen. Ah, und wir haben ja gleich noch eine Quest erledigt bekommen, so ein Vorburglager aufzudecken. So, dann werden wir doch mal den Vorburg gleich zu uns herholen. Auch wieder weg. Bring aber ordentlich Erfahrungspunkte. Muss natürlich auch eins sagen, dadurch, dass wir jetzt nur ein Video pro Woche haben, haben wir einen riesigen Erholungsbonus. Also die zwei Level eben, ne? Es können ja maximal zwei Level sein, die man sich anhäuft und
Ja, da gibt es natürlich mehr Erfahrungspunkte. Jetzt hat er hier zwei Leben übrig und jetzt müssen wir uns erstmal um den anderen noch kümmern. So. So, den haben wir jetzt um. Okay. Ja, das ist sogar durch die Dornen passiert. So, jetzt haben wir dieses komische Reh noch mit. Ach, das haut jetzt auch noch ab. Mit aufgeschreckt durch unser Gebrüll. Ja, und aufgrund des Rehs kommen wir jetzt nicht out of fight. Ist das das gewesen? Naja, ist Wurst. Irgendwann werden wir schon nach Hause kommen aus dem Kampf. Jetzt wollen wir erstmal uns das Kupfervorkommen einverleiben hier. Schließlich stark darum gekämpft. Unser Nachwachsen heilt uns ja wieder hoch. So, sehr schön. Sind immer noch in Fight. Dann gehen wir mal in die südliche Richtung. Vielleicht resettet das dann irgendwann. Da ist der nächste tollwütige Distelbär. Der hat gleich mal unser Mondfeuer widerstanden. Hauen wir halt jetzt noch eins drauf. Hat er sich jetzt irgendwie gebufft? Das klang so. Jetzt komisch, wie kann dieser Distelbär sich buffen? Naja. So, weiter geht's. Schöner Crit 65, allerdings hat er uns auch eine 29er Crit Reingabe. Und noch eine 22er Crit. Wir haben mal wieder die Krankheit von denen drauf. Okay. So. Nächster Distelbär steht auf der Speisekarte. Ich würde sagen, man kann mit dem Bär schon ganz gut questen, ne? Wir müssen uns nicht niedersetzen, wie jetzt ein Magier oder wenn man eine Eule zum Beispiel spielt, dass wir dauernd trinken müssen, sondern wir können eigentlich einen Mob nach dem anderen pullen und nutzen unser Mana im Endeffekt mehr dafür, entweder mal einen kurzen Zauber-Damage drauf zu machen. Da oben ist wieder das Zinn. Vorkommen, was wir nicht kriegen können, beziehungsweise um uns hochzuheilen und durch die Länge der Kämpfe regeneriert sich unser Mana eigentlich von selbst auch wieder. Zumindest jetzt noch in diesem kleineren Levelbereich. Wie es dann in höheren Leveln sein wird, weiß ich noch nicht. Das muss man dann sehen. Aber es ist auch in den Instanzen in der Scherbenwelt zum Beispiel sehr selten so, dass ein Tank-Droide viel trinken muss. Zumindest im Vergleich zu, zu einem Pala-Tank, der ja wirklich dauernd da sitzt. Gut, beim Krieger ist wieder was anderes, der hat von Haus aus kein Mana, aber ja, Pala-Tank ist so das schöne Beispiel. So, Dunkelküste, Bashal Aran sind wir jetzt schon wieder. Da sind aber ein paar mehr Bären wieder gespawnt. Ah, und dort oben seht ihr auch mal noch andere Spieler. Also es questen schon noch Leute hier. Thank you.
haben es ja auch fast geschafft. 4 Bären brauchen wir noch. Hier ist noch einer. Und ein Stück weiter rechts war auch noch einer. Und da steht er ja schon. Da wären es dann noch 2. Dahin, da ist er. Und da sehen wir schon ein nächstes Vorkommen. Ich hoffe, es ist wieder ein Kupfervorkommen. Ja, sehr schön. Dass hier, dass wir genug Taschenplätze haben. Dass wir hier nicht jedes Mal wieder ja, irgendwo hin müssen, um erstmal zu verkaufen, um weitermachen zu können. Das spart sehr artig viel Zeit. Und diese Runenstofftaschen reichen vollkommen aus am Anfang. Es würde wahrscheinlich sogar ausreichen, wenn man jetzt 4 Achterbeutel da hätte. Das wären zumindest dann mit dem 16er auch 48 insgesamt. Obwohl es manchmal schon knapp wäre. Ich meine, wir haben hier 41 Plätze schon belegt. Kommt natürlich auch immer ein bisschen drauf an. Wir haben jetzt durch Kräuterkunde und Bergbau natürlich auch die Farmberufe, die am meisten, ja, die sehr viel Platz mit verbrauchen von den Taschen her. Wenn ich natürlich jetzt nur verarbeitete Berufe habe, dann hält sich das so etwa in Grenzen. So, einen Bären noch. Einen Bären. Wo finden wir den? Wer hat noch einen im Angebot? Das ist ein Mondpirscher, den brauchen wir nicht. Gesucht wird ein Bär. Ist wieder ein Mondpirscher. So, jetzt will uns das Spiel schon wieder trollen. Jetzt sind wir hier kurz vor Ende der Quest. Und es taucht einfach kein Bär auf. Da ist ein Bär. Okay. Dann hauen wir schnell den Mondpirscher um. Und können dann in Richtung des Bären gehen. Und dann haben wir die Quest hier abgeschlossen. Nicht genug Blut. So. Dann pullen wir uns den Bären doch mal her. Zack. Und mit der letzten Schelle ging er down. So, dann porten wir uns mal zurück nach Aberdeen und geben die ganzen Quests ab. Vielleicht reicht das sogar schon für Level 16. Mal schauen. Zwei Stück können wir abgeben, aber es wird eng werden. Kann ich behilflich sein? So, das waren die Distelbeeren-Quests. Und jetzt sollen wir die Höhlenmutter töten.
Ah, die ist in der einen Höhle da drin. Das ist aber erst auf für Stufe 18, das heißt, das hat noch sein. Noch Zeit, okay. So, und hier haben wir jetzt das Vorbeuglager entdeckt. Ja, das reicht nicht ganz aus. Okay, das sollen wir dann Pfadfinder töten. Moment, der hat noch eine Quest. Ich bin geehrt. Ah ja, Twintrees Windwalker. Ah, da soll man mit einem hier in Aubardin reden. Das werden wir doch gleich nochmal machen. Ein, zwei weitere Quests gibt es ja auch noch, die wir wieder annehmen können. Wahrscheinlich, weil wir Level aufgestiegen sind. Kupfer verhüten können wir auch gleich noch mitmachen. Um ein paar Skillpunkte hochzubringen. Was kann ich für euch tun? Können wir erstmal verkaufen hier. Was wir alles nicht mehr benötigen. Tasche heben wir mal auf. Leinstoff brauchen wir jetzt auch alles nicht mehr. Alles weg. Die Erdwurzel uninteressant. Das Rezept brauchen wir nicht. So, alles weg. Okay, komm, die Steine brauchen wir auch nicht. Das Erz behalten wir. Quest-Item, die Tasche, und dann werden wir mal die 26 Erze verhüten zu machen. Oh, und da ist es schon gelb geworden. Das heißt, es wird wohl noch länger dauern, ab 65 irgendwie hochzukommen. Das ist ein ganz schöner Sprung vom Kupfererz bis zum nächsten. Aber das werden wir alles überstehen. Derzeit kriegt ja noch sogar jeder jedes Verhüten seinen Skillpunkt. 35 haben wir bisher. Ah, jetzt gibt es mal keinen. Okay. Oh, jetzt geht es aber rapide bergab direkt. 5. Bachen hat dann mal wieder einen Skillpunkt gebracht. Unermüdlich schmiedet er sein Werkzeug hier drüben. So, wir sind auf Skillpunkt 41 rausgekommen. Alles klar. Gucken wir doch gleich mal beim Lehrer, ob der uns irgendwas schon beibringen kann. Nö, erst mit Stufe 65 geht's weiter. Okay. Seid auf der Hut! So, dann gibt's hier noch eine Quest. Oh, die ist dann für Stufe 20. Aber annehmen können wir sie ja schon mal. Und da wisst ihr ungefähr, bis wie weit wir leveln dürfen in der Dunkelküste. Also so um die Level 20 werden wir hier bleiben. So, die Quests geben wir ab. Und das reicht auch wieder nicht ganz, um das Level noch aufzusteigen. Geht in Frieden. Und da sollen wir dann eine Fiole befüllen. Okay. Gut, jetzt wollen wir hier hängen geblieben. Gut, dann werden wir eins machen. Ich hau jetzt noch ein paar kleine Mobs, dass wir Level 16 werden. Das schneide ich aber jetzt raus, weil das einfach nur ein Gekloppe. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, pünktlich wieder eingeschaltet nach der Werbung. Zum Hochskillen. Der Talentpunkte, zweiten Talentpunkt in die erhöhte Bedrohung reingesteckt. Wir sind jetzt Level 16. Wir werden in der nächsten Folge dann zunächst mal nach Darnassus reisen und beim Druidenlehrer hoffentlich eine neue Fähigkeit noch miterlernen, dass wir noch was zum Einsetzen haben. Ansonsten wird es nämlich hier sehr eintönig, was die Möglichkeiten anbelangt.
So, alles verkaufen. Und dann locken wir uns hier im Gasthaus wieder ordentlich aus. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir weiter in der Dunkelküste questen werden. Bis zum nächsten Mal. Ciao.